Hallo Freunde, willkommen zum nächsten Vlog. Neuer Tag, neuer Vlog. Wir haben jetzt auch schon einen Plan. Wir gehen mal frühstücken, dann zu den Hop-on-Hop-off-Bürsten und machen heute die Chinatown-Tour. Jetzt einmal Frühstück, geile Croissants. Also, los geht's. Sun is shining on me. All praise the Most High. So, kurze Bewertung. Ich habe Kakao Large genommen, der ist genauso riesig wie mein Schädel. Und das Schoko-Croissant war auch sehr geil, war eher so eine Schokotasche. Und jetzt gehen wir mal zur U-Bahn, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Und dann hop on, hop off Tour. So the question is, what would Pluto do? So I did it. What would Pluto do? So I did it. What would Pluto do? Definitely. Hey, wiggling back to my old ways. Hey, bunch of sedative hypnotics in my system. Okay, life is going just how I predicted. Okay, dropping two Cialis in a liquid. Okay, I ain't got a strap, I gotta risk it. Okay. So jetzt hop on, hop off Tour. We not new to it, we kind of fluid. House game on the wood, my cup filled with mud. I came out the hood. Sometimes a gangster need a hug. I'ma get all my problems above. Hate when people be doing too much. Keep it real, the street show you no love. We don't need no one vouching for us. I've been grinding and found me a buzz. I've been searching for love and found less. It's so hard to start holding a grudge. My little dog spit your shit like a Dutch. My old squad got the kid in the cut. Keep your strike cause these niggas play tough. Pick and choose who the right one to trust. Pick and choose who the right one to trust. Keep it real, it's a lot of fake love. Niggas hate, but they bitches in love. Paint the Bentley all white like a dove. I took off, ain't the same as it was. Get her out, told her, walk to the bus. Over zipper, can't tell when it cut. You can't tell me that she ain't a slut. Who take you feeling? We not new to it. We kind of fluid. House game on the wood. My cup filled with mud. I came out the hood. So, wir sind jetzt ausgestiegen, Fashion District, und jetzt schauen wir mal, was wir so finden. Vielleicht finden wir ja heute schon was, was wir shoppen müssen. So, wir sind jetzt bei Smash Burger. Der erste Burger in Amerika jetzt. Ich habe den Bacon Single genommen mit allem drin. Und dann noch die normalen Pommes. So, die Pommes. Und da haben wir einen Burger. Ja, es sieht ganz gut aus. Also Burger sehr standardmäßig. Aber eigentlich gutes Fleisch. Bacon auch ganz gut. Leibchen ist sehr weich, aber echt gut. Pommes sehr stabil. Hier finde ich gut, dass du Ketchup gleich am Tisch bekommst. Also steht auf jedem einzelnen Tisch. Und Refill-Getränke ist auch sehr wichtig, aber ich glaube, das ist hier in Amerika ziemlich normal. So, jetzt sind wir nach den Burgern wieder hier bei der Crypto Arena, weil ja das Hotel auch in der Nähe ist. Und jetzt schauen wir uns noch die Statuen kurz an. Jetzt haben wir 13:30, wir sind wieder im Hotel. Hoffentlich kommen jetzt auch gleich die Koffer an. Und wir haben jetzt beim Supermarkt schon eingekauft. Wir haben jetzt hier zum Probieren, habe ich mir genommen, zwei verschiedene Gatorade. Einmal Lemon und grüner Apfel. Und zum Essen einmal Cheetos Crunchy. Und solche, so wie diese Regenbogen-Haribo-Dinger, diese Ribs sind das. So Freunde, es ist schon der dritte Tag um 7 Uhr in der Früh. Die letzte Aufnahme war noch gestern Nachmittag. Wir sind am Abend doch nicht Burger essen gegangen, weil wir halt die Hoffnung hatten, dass die Koffer endlich angekommen sind.
Leider sind sie nicht in den, am Abend angekommen oder am Nachmittag. Wir haben dann einfach geschlafen, jetzt wieder bis 7 Uhr. Und jetzt sollten die Koffer unten in der Lobby sein. Wir schauen jetzt einfach mal nach. Das kann jetzt viel Freude bereiten. Und der nächste Vlog sollte dann nach Venice Beach gehen. Aber jetzt holen wir mal unsere Koffer. Wir haben sie! Juhu! Und mein Rapid-Sticker ist noch drauf. Sehr wichtig. Endlich mit unseren Koffern verabschiede ich mich jetzt vom dritten Vlog. Danke fürs Zuschauen, liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn wir zum Venice Beach fahren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.